Wir sind hier in der Oberschule am Wallering, im Stadtteil Walle. Und Opus 100 hat den Sitz im Theater im Volkshaus. Also wir sind auch hier in Walle. Wir sind Kooperationspartner. Ich selber bin Schauspieler und inszeniere aber gerne große Gruppen. Das heißt, aus meiner Suche nach der Verbindung von Schauspiel, Tanz, Musik ist Opus 100 entstanden. Hier in diesem 9. Jahrgang treffen ja unfassbar viele verschiedene Persönlichkeiten aufeinander, die mit unterschiedlichsten Hintergründen auch geprägt sind. Dabei gibt es aber keine Voraussetzungen. Es muss keiner etwas mitbringen, außer Zeit und Leidenschaft. Und machst nichts! Und du stehst da und machst nichts! Was für uns auch wichtig ist und auch eine Chance, dass wir ja wirklich von außen in die Schule kommen und dadurch eine neue Farbe hier reinbringen können, die ein bisschen anders ist als das, was im Unterricht passiert. Man kann frei ausprobieren, mal ausbrechen. Und sich dadurch auch gegenseitig noch mal neu und anders kennenlernen als im anderen Unterricht. Wir arbeiten bei Opus 100 sehr prozessorientiert. Es ist nicht immer klar, worauf die Dinge hinauslaufen. Wir nehmen uns den Raum, viel auszuprobieren und zu experimentieren. Und dann denkt man, boah, cool, was dabei rausgekommen ist. Oder auch, okay, es war ein Versuch. Die Schule ist natürlich ein sehr starres System. Und es ist gar nicht so einfach, dann so ein freies Projekt und so ein freies Arbeiten zu integrieren. Und wenn das dann aber klappt, das ist halt eben ganz besonders, weil wirklich eben das dann auch hilft, für die Lehrkräfte da auch nochmal wieder über den Tellerrand zu gucken, wieder neue Impulse zu kriegen, zu merken, ah stimmt, so kann man das auch machen. Für die Schülerinnen und Schüler ist es ganz wichtig, weil sie einfach auch nochmal so eine ganz andere Form von Arbeiten mitkriegen und es nicht dieses klare Verhältnis von Lehrerautorität und Schüler gibt. Und wirklich auch viele Jugendliche und Kinder hier sind, die jetzt sonst nicht so den Zugang haben zu Musik, zu Theater, zu Kunst. Und ich es dann eben gerade hier eigentlich als eine extrem wichtige Aufgabe finde, diese Türen den Jugendlichen zu öffnen. Also ich persönlich fand es gut, dass der ganze Jahrgang da durchmischt war, dass das irgendwie nicht klassenrelevant war, sondern dass jeder da mitmachen konnte. Und ich war in einem der Kunstkurse für Plakate, Flyer, Postkarten und Kostüme. Ich war in der Werkgruppe, wir haben die Requisiten für das Stück hergestellt und ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich war ja das einzige Mädchen in der Werkgruppe und ich habe dann gemerkt, dass auch ein Mädchen so viel machen kann wie ein Junge und dass man sich auch nicht selber unterschätzen sollte. Ich war in der Musikgruppe und habe da Metallophon gespielt. Ich finde, dass ich geduldiger geworden bin, auch selbstständiger. Action! Mir gefällt es auch zu Schauspielern und deswegen wollte ich so viele Rollen haben wie möglich. Ich mach gar nichts, ihr macht das. Ist doch dein Job. Nein, ich mach es. Mach es. Ich muss ehrlich sein, ich war vor diesem Projekt ein bisschen zurückhaltender, so schüchtern. Aber durch diesen Projekt bin ich halt ein bisschen mehr selbstbewusster geworden. Ich war mir nicht sicher, ob mein Jahrgang das wirklich schaffen würde. Und durch das Theaterstück haben wir uns besser kennengelernt und wir haben uns auch angefreundet. Der Jahrgang ist im Allgemeinen zusammengewachsen. Wir sind alle gute Freunde geworden durch das Projekt. Ich erklärte Helena, so zart gewebt, dass sichtbar sich dein Herz erhebt. Du bist doch mit Hermia verlobt, ich sag, du bist ein Wicker. Also ich fand die Sprache, die Shakespeare angewendet hatte in seinem Stück, ziemlich interessant, da auch manche Wörter heutzutage noch verwendet werden, wie zum Beispiel Ehrenmann oder Ehrenfrau. Weißt du was? Ich mach das nicht mit. Ich mach das nicht mit. Ich geh jetzt. Jetzt bleib stehen, Helena! Lass mich in Ruhe! Ich muss auch hinterher. Vergiss nicht, Helena! Vergiss diese Hermia! Unsere Beobachtung ist, dass die Schüler, die an diesem Projekt teilgenommen haben, einen enormen Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung machen. Sie haben die Möglichkeit, sich auf einer Bühne zu präsentieren. Sie lernen, laut zu sprechen, mit Körpersprache zu arbeiten. Sie werden mutiger und vor allen Dingen, sie lernen hier auch, ein Projekt zu Ende zu führen. Mit allen Höhen und Tiefen, die damit verbunden sind.
Hier findet das Leben statt von den Schülerinnen und Schülern am Waller Ring und diesen Stadtteil abzubilden. Mit genau jeweils den Schülern, die hier sind. Das ist mein Traum, das ist meine Vision, dass wir wirklich diesem Stadtteil auch die Chance geben, sich gegenseitig kennenzulernen.